Ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir die Riga Stufe 7, der schweren Kreuzer der Russen. Und was soll ich sagen? Ich mag sie wirklich gerne. Auch wenn ich gestern im Stream nicht zeigen konnte, was das Schiff eigentlich kann, weil RNG überhaupt nicht auf unserer Seite war. Das Ding hat gestreut bis zum geht nicht mehr und leider halt auch wirklich richtig Pech hatten mit den Teams. Aber das Schiff ist wirklich geil. Mir macht sie sehr viel Spaß. Erinnert mich von der Spielweise ja doch sehr an die Stalingrad. Also man sollte mit ihr doch langsam vorrücken, nicht zu schnell vorrücken. Sie ist ein geiler Supporter. Kiten ist schwierig mit ihr. Sie ist halt ziemlich groß. Und sie kann im Nahkampf sich wirklich gut behaupten. Auch gerade gegen Schlachtschiffe. Da ist die AP wirklich klasse. Aber trotzdem, macht vorsichtig mit ihr, weil kommt irgendein Schiff auf eure Breitseite, dann seid ihr sofort raus. Also sie verzeiht absolut keine Fehler, wenn ihr Breitseite zeigt, da geht das Ding sofort kaputt. Es ist nicht so wie hier zum Beispiel die Otschakow, die ja ein leichter Kreuzer ist, wo ihr mal Breitseite zeigen könnt und durch die Treupanzerung dann hauptsächlich Overpens kassiert. Klar, kann es auch mal schief gehen, dass ihr dann eine Zita kassiert und auch raus seid, aber es ist deutlich, die Chance ist deutlich geringer als bei der Riga. Gut, geschichtlich geht es zu den Schiffen. Natürlich nichts zu sagen. Wer hätte das gedacht? Ich würde sagen, wir schauen mal, was ich so in dieses wunderschöne Schiff, weil optisch, Freunde, ist sie wirklich, wirklich schön. Ne? So rumpfmäßig würde ich schon sagen, ähnelt sie schon sehr der Hindenburg. Ja, die Brückenaufbauten ähneln schon so ein bisschen der Iowa. Es ist wirklich so ein Mix aus Deutsch und Amerikanisch, also schon ziemlich interessant. Wie gesagt, wir schauen mal, was ich hier so reingebaut habe. Als erstes habe ich natürlich das Zielsystem Mod 1 drinne. Als zweites habe ich natürlich das Steuergetriebe Mod 2 drin. Als drittes habe ich das Steuergetriebe Mod 3 drin, denn die russischen schweren Kreuzer sind mega träge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie sind nicht meine Favoriten. Also Tallinn und Riga machen mir sehr viel Spaß. Die anderen, ja, die brauche ich nicht. Also das ist wirklich so ein Verhältnis, wie zur Polta war. Das ist wirklich eine Hassliebe. Also wir mögen uns da eigentlich nicht sonderlich gerne. Deswegen meine Klasse wird's nicht. Bis auf Riga und Tallinn, die machen mir wirklich viel Spaß. Zum Schluss habe ich natürlich dann wieder Feuerleitanlage Mod 2, weil ganz ehrlich, Freunde, sie hat auch wieder relativ träge Türme. Ich würde das nicht reinmachen, weil ihr könnt sonst wirklich extrem langsam nur die Türme drehen. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Dann habe ich natürlich hier den Rest noch drin, Zielauswahlsystem, immer und immer wieder MK7 Mod 2, den Rumpf B und dann haben wir hier nochmal die Artillerie drin. Gut, schauen wir uns mal die Ausrüstung an. Wir haben als erstes natürlich Schadensbegrenzung dabei. Wir haben Sonar dabei, können wir auch gegen defensives Flakfeuer tauschen. Wir haben Radar dabei und können das auch gegen einen Katapultjäger tauschen. Würde ich niemals machen. Wir haben das typische russische Radar, 11,7 Kilometer. Wirkungsdauer nur 21 Sekunden. Ich glaube, die Otschakow hat mehr, wenn ich mich nicht irre. Oder ich verwechsel das gerade mit der Stalingrad. Ich glaube, die Stalingrad hat ein bisschen mehr. Wir schauen uns das kurz mal an. Hier Radar. Ne, hat auch 21 Sekunden. Also genau das gleiche Radar wie die Otschakow. 21 Sekunden, Ladezeit 174,6 Sekunden und dreimal Radar dabei, ist natürlich wieder meinem Kapitän verschuldet. Und wir haben natürlich hier dreimal Heal dabei. Gehen wir mal auf die Werte, wir haben Überleben 54 Punkte, Trefferpunkte 42.000, das ist nicht wirklich viel, ne? Also selbst eine Mainz hat mehr, also auf Stufe 7 ist das gar nicht mal so viel, aber sie kann sich gut behaupten, sie hat wirklich eine gute Panzerung von 16 bis 260 mm. Torpedo Schadensverringerung 19%, Artillerie haben wir hier 3x3 220 mm, das ist wirklich was ganz Besonderes. Ich glaube, kein anderer Kreuzer in diesem Spiel hat 220 mm Geschütze, sondern meistens die schweren haben 203er und die kleinen haben meistens so 150er. Feuerreichweite 19,5 km, das ist dann natürlich ordentlich. Nachladezeit 15,5 Sekunden ist auch in Ordnung. Könnt ihr natürlich mit dem, wie heißt er denn, mit dem Belly noch mal runterdrücken, wenn ihr möchtet. Dauer von 180 Grad Kehre 31 Sekunden, Sprenggranaten Höchstschaden 3050, Brandwahrscheinlichkeit 14%, AP-Granaten Höchstschaden 6555. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele die Riga fast ausschließlich mit AP, weil ihr wisst, die AP der Russen ist wirklich geil und sie verlieren nicht an Geschwindigkeit. Also die schlagen auch auf 19 Kilometer genauso ein, als würdet ihr auf 10 Kilometer drauf schießen. Das ist wirklich mega gut. Wir haben eine Secondary und die ist auch ziemlich geil. Wir haben hier 6x230 mm und eine Feuerreichweite von 7,3 Kilometern. Also hier hat ein Kreuzer fast eine bessere Secondary-Reichweite als fast alle Tier 7 Schlachtschiffe, was ich wirklich sehr fragwürdig finde und ziemlich unfair finde, weil Riga ist schneller als ein Schlachtschiff, ist wendiger als ein Schlachtschiff und da kriegt's ja hier auch nochmal eine richtig geile Secondary. Finde ich ein bisschen schade, dass unsere Schlachtschiffe nicht 7,3 Kilometer Reichweiten haben. Ja, Sprenggranaten Höchstschaden bei der Secondary 1900 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 8%. Flugabwehr haben wir hier 75 Punkte, ihr wisst ganz genau, ich lese das nicht gerne vor, könnt ihr euch gerne
selber durchschießen. Also, bei Flugzeugträgern, ja, ihr könnt schon Flugzeuge runterholen, aber so geil ist sie nun auch wieder nicht. Das ist ein Otschakow zum Beispiel 1000-mal gefährlicher. Manövrierbarkeit haben wir hier 65 Punkte, 33,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit, Wendekreisradius 920 Meter und eine Ruderstellzeit von 5,5 Sekunden. Tarnung haben wir hier 13,6 Kilometer zum Wasser, das ist in Ordnung, 8,5 zur Luft und eine garantierte Erkennbarkeit natürlich von 2 Kilometern. Schauen wir uns die Panzerung an und ihr seht schon, wir haben hier eine Schwäche am Bug und ich glaube, dass die auf dem PC nicht so einen weichen Bug hat. Kann gerne mal der Nemo mal reinschreiben. Wir haben oberseits und unterseits 25 mm Panzerung, das ist nicht wirklich viel, also da kann euch wirklich fast alles auf Tier 7 overmatchen. Da müsst ihr wirklich mega aufpassen. Klar, wir haben hier einen Eisbrecherbug, wir haben hier nochmal als Panzerung dann 40 mm. Also wenn die Leute zu tief zielen, dann wird da nicht viel passieren. Wenn die aber ein bisschen höher zielen, dass es eben oben durch die Panzerung einschlägt, dann tut das richtig weh. Da müsst ihr wirklich, wirklich aufpassen. Schauen wir uns mal die Zitadelle an, beziehungsweise erstmal die Querhab. Die Querhab ist auch nicht verkehrt. Wir haben hier 50 bis 150 mm. Aber die Zitadelle liegt verdammt weit oben. Typisch russisch halten, der zeigt ihr Breitseite, dann seid ihr meistens sofort raus. Und die Schlachtschiffe wird es natürlich freuen, weil wir haben hier eine recht starke Panzerung von 100 bis 150 mm. Also Overpants ist wirklich fast ausgeschlossen. Das sind dann wirklich meist oder fast garantiert Zitas und ihr seid dann wirklich schnell raus. Also immer schön aufpassen mit der Riga, nicht zu schnell nach vorne pushen. Kiten würde ich mit ihr jetzt auch nicht im großen Stil machen, weil sie einfach die Manövrierbarkeit einfach nicht hat und sie ist halt auch wirklich sehr lang. Sie kann halt wirklich, wenn sie hier so angewinkelt ist, kann sie wirklich gut, in Anführungszeichen, Boat-Tanken. Da kann sie sich sehr gut behaupten, auch gegen Schlachtschiffe, werdet ihr auch gleich im Video sehen. Aber ihr müsst halt wirklich abwarten, dass ihr im richtigen Moment pusht, sonst geht das ganz schnell nach hinten los. Deswegen sage ich auch, sie erinnert mich schon an die Stalingrad, weil man denkt sich so, ah, ich bin hier ein starkes Schiff, ich gehe nach vorne und zerreiße alles. Ja, dann braucht aber nur ein Schiff auf der Breitseite zu sein und dann ist dieser Plan ganz schnell hinüber. Gehen wir mal auf die Übersicht. Wir haben hier sicheren Schuss, Granaten mit guter Ballistik, das stimmt. Schwere Geschütze, dieses Schiff ist mit großkalibrigen Hauptbatterien ausgestattet, das stimmt auch. Und hoher AP-Schaden, das stimmt auch. Ja, dann schauen wir uns nochmal meinen Kapitän an. Ich habe immer noch Nikolai Kuznetsov drauf. Ich mag den sehr, sehr gerne. Den Makarov habe ich selbst nie gelevelt und bin mit ihm sehr, sehr zufrieden. Ich habe als Inspiration den Günni drauf, um den AP-Granatenschaden zu erhöhen und nochmal Norman Scott, um einfach nochmal die Granatengruppierung zu verbessern. Es ist, wie es zum Anfang schon gesagt habe, massiv RNG-abhängig. Normalerweise, also bevor ich gestreamt habe, habe ich durchweg nur eine geile Genauigkeit gehabt mit dem Schiff. Wirklich ähnlich zur Stalingrad. Ja, im Stream hatten wir genau das Gegenteil. Da hat das Ding gestreut wie eine Kneisenau. Das war schon echt abartig. Ich habe als erstes natürlich außerhalb der Reichweite. Dann habe ich hier als zweites intuitiv. Ne, dann haben wir erstens die Ortung drin und zweitens Sonardauer und Dauer des Radars wird erhöht. Dann haben wir hier Durchstoß. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nochmal überlegen, ob ich hier lieber nochmal Rausch der Geschwindigkeit nehme, weil mir aufgefallen ist, dass ich gerade auf leichten Kreuzern doch sehr viele Overpants mache. Und ich glaube, da wäre vielleicht nochmal Rausch der Geschwindigkeit besser. Allerdings, andersrum wieder gesehen, macht ihr halt richtig guten Damage auf Schlachtschiffe, wenn RNG auf eurer Seite ist. Dann habe ich zum Schluss nochmal hier fixiert, verbessert die Granatengruppierung und zum Schluss habe ich hier wieder vollständig verpackt, um einfach nochmal eine Packung Radar, Nil, also alles nochmal eins mehr zu haben. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Gefecht wieder. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Riga. Wir sind hier nördliche Gewässer, Herrschaft unterwegs. Ich werde von Loto und Harry begleitet. Wir haben eine Georgia, eine Colorado, eine Kneisenau, Baltimore, Cleveland, York, Miyoko, Schorsch und Kagero im Gegnerteam. Ja, wie ich schon sagte, ich mag die Riga sehr gerne. Sie hat wirklich einen bösen Bums, wenn RNG mitspielt. Ihr seht, wir haben hier die Ortung drin, was ich auch sehr geil finde und was die Riga auch sehr gefährlich macht, weil dann kann man besser abschätzen, ob man jetzt eventuell das Radar benutzt oder eben nicht. Also man sollte bei der Riga wirklich vorsichtig sein, man sollte die Riga auf keinen Fall unterschätzen, aber was ganz wichtig ist, ihr solltet mit der Riga nicht komplett Boat-Tanken, weil die Schlachtschiffe können euch da richtig brutal wehtun. So, wir fahren jetzt hier mal Richtung A und schauen mal, was da auf uns lauern wird. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch echt nochmal, ich spiele noch mit den Gedanken, ob ich wieder Ketrov nehme, den Schlachtschiffkapitän. Den benutze ich ja auf der Stalingrad auch sehr gerne. Und funktioniert da natürlich auch super. Dann müssten wir nämlich sogar 4 Heals haben bei der Riga. Und sollten dann auch deutlich weniger brennen. Also das ist auch nochmal eine Überlegung, die ich treffe. Die werde ich eventuell auch nochmal für mich selbst testen. Werde euch dann natürlich gerne im Discord berichten, wie das funktioniert hat oder eben nicht. So, der Loto in seiner Z23. Z23 sieht man auch sehr, sehr selten mittlerweile. Und der Harry in seiner Otschakow.
Harry hatte nämlich die Schnauze voll. So, wir schauen mal. Und hier kann ich euch, wie gesagt, mal zeigen, wie die Riga wirklich auch genau sein kann, wenn RNG auf eurer Seite ist. Also wie gesagt, gestern der Stream, das war ja wirklich furchtbar. Also da hat ja wirklich alles gegen uns gespielt. So, da haben wir schon mal eine feindliche Charge. Komm schon, eine schöne Zita wäre geil. Zack, Zita, perfekt. Ein Overpin. Ja, die 220er, die machen schon echt Spaß. Also so vom Spielstil her und auch so vom Schadensoutput her, erinnert sie mich doch sehr an die Stalingrad. Aber ich muss wirklich sagen, nach mehreren Gefechten, dass ich mir ganz sicher bin, dass ich den Durchschlag wieder rausnehme, weil sie dann einfach zu krass ist. Wir werden das jetzt hier gleich mal beobachten, auch bei den Schlachtschiffen. Ja, und George ist raus. Loto hat erstes Blut, perfekt. So, hier kommt der Colorado schön breit raus und schaut euch die Streuung an. 1A, so wie sie sein soll. Die hätte ich mir gestern auch gewünscht. Immerhin hier trotzdem einen reingedrückt, obwohl sie angewinkelt war. Wir ziehen uns jetzt mal ein bisschen zurück, weil ihr seht, da kommt noch ein Schlachtschiff und noch ein Kreuzer. Das wäre natürlich jetzt fatal, wenn wir jetzt hier reinpushen würden. Und ihr werdet dann auch sehen, dass die Riga doch ziemlich braucht, bis sie wieder auf Fahrt kommt. Also ihr seht, schaut mal, wie langsam sie abbremst. Also auch das Motormodul wäre vielleicht die Möglichkeit, wenn ihr sagt, okay, ich brauche die Wendigkeit nicht. Ich finde immer die Wendigkeit wichtig, gerade wenn du so eine... So, drei Overpens auf die Breitseite der Colorado gedrückt. Also da seht ihr mal, was das Ding eigentlich für einen Durchschlag hat. Ich finde es halt, wie gesagt, sehr wichtig bei solchen anfälligen Kreuzern, die auf der Breitseite so mega anfällig sind, dass man schnellstmöglich wieder rausdrehen kann oder eindrehen kann. Und wieder drei Overpens, obwohl es angewinkelt war. Also ihr seht es, ne? Das Ding hat einen brutalen Durchschlag. Ja, zwei Torpedos könnte... Jawohl, zwei Torpedos hat die Georgia noch mitgenommen von Loto. Und die Georgia da auch Breitseite. Guckt auch gar nicht zu uns. Deswegen werden wir jetzt hier langsam vorfahren. Und zack, wieder zwei Overpens. Also, ihr seht, Freunde, den Durchschlag, den muss ich unbedingt wieder rausmachen. Da gehe ich dann lieber nochmal auf die Höchstgeschwindigkeit. Ja, die zwei sind da am Kuscheln. So, versuchen jetzt hier nochmal der Georgia eine zu drücken. Komm schon. Und wieder ein Overpen. Also, ich bräuchte wirklich so eine Sammelkarte für Overpens, ne? Die hätte ich wahrscheinlich schon 30 mal voll. So, jetzt schießen hier beide Schlachtschiffe auf uns. Wir drehen rein, versuchen hier rauszudrehen. Haben nur eine Granate abbekommen. Und ihr werdet jetzt auch mal sehen, ich versuche nicht immer direkt mit dem Bug reinzudrehen, sondern wirklich noch so leicht angeschrägt zu bleiben. Weil die Seitenpanzerung ist ja wirklich super bei ihr. Dass da halt wirklich viel abprallt. So, hier steht eine Baltimore, fährt eine Baltimore ganz leicht vorwärts. Und dann kümmern wir uns jetzt hier nochmal um die zwei Schlachtis. Zack, nochmal 10.000 auf die Baltimore. Ist eigentlich witzig, dass wir bei der Baltimore keine Overpins machen. Oder auf die Schlachtschiffe machen wir Overpins. Finde ich schon sehr interessant. So, komm schon. Ah, jetzt haben wir aber auch mal einen Overpin gemacht. Und nochmal hier 3.000 Schaden gedrückt. Ah, Colorado dreht jetzt hier wieder breit. Schauen, na, Schwung ist diesmal nicht ganz so geil. Aber immerhin nochmal 2000 gedrückt. Also ihr solltet bei ihr nicht den Durchschlag zu krass machen, weil sonst habt ihr echt die Probleme, dass ihr fast nur Overpins macht. So, jetzt kommt Georgia, jetzt will ich dir auch mal einen drücken. Oh, die guckt euch die Streuung an. Die ist diesmal richtig geil. Und zack, Doppelzita und das Ding ist raus. So muss das sein, so will ich meine Riga sehen. So, jetzt haben wir hier eine Baltimore. Ah, die Streuung ist noch okay. Ja, es driften schon wieder langsam doch auseinander. Aber immerhin nochmal 2-4 gedrückt. Und ihr seht es, ne? Ich benutze bis jetzt noch nicht einmal die HE benutzt. Also auch auf Schlachtschiffen. Ihr seid auch für Schlachtschiffe gefährlich. Schlachtschiffe sollten euch hier auf keinen Fall unterschätzen. Ja, nochmal 2-8. Diesmal auch wieder ein Overpen. Jetzt komm schon. Jetzt will ich dir da auch mal eine drücken, mein Freund. Jetzt will ich ja mal... Oh, da kommt Torpedos. Ah, jetzt hat sie uns ein Türmchen angedüdelt. Und zack, Zitadelle. Perfekt, komm, einmal noch. Dann können wir die Baltimore rausnehmen. Ja, jetzt kommen auf einmal hier die Granatenflug. Guckt euch an, wie die geiern. Das ist nicht normal, wie die geiern. Ärgerlich. Naja, raus ist raus. Da ist noch die Kagero. Aber das sollte hier Loto mit seiner Z23 schaffen. Dann mache ich mir gar keine... Gedanken, bis ich nachgeladen habe. Ja, ist die Kagero schon raus.
Sehr schön, haben wir die Seite hier sehr schnell aufgeräumt. Haben noch 3 Schiffe im Gegnerteam. Wir werden uns jetzt hier einmal heilen. Und ihr seht's, ne? Die Riga kann auch wirklich viel wieder zurückheilen. Also das ist auch nicht verkehrt. Was haben wir denn da noch für ein Schlacht? Das müsste die Kneisenau sein. Ich glaube, Kneisenau, eine York und eine Cleveland sind noch übrig. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist die Kneisenau. Haben jetzt auch Reichweite auf sie. Ich habe jetzt hier mal auf HE gewechselt, weil ich einfach mal gucken wollte, wie die HE so ist. Wäre AP vielleicht nochmal ganz geil gewesen. Ah, leider alles daneben. Aber sie wird sich jetzt auch gleich hier anwickeln. Da werden wir mit AP nicht mehr durchkommen. Ah, schade. Nur 1007 Schaden. Komm, brenn doch einmal für mich. Einmal für mich brennen. Ihr seht, ich habe jetzt nochmal auf AP gewechselt. Sie steht leider nicht sonderlich günstig zu uns. Jawohl, unten brand. So wollte ich das. Jetzt bitte nicht löschen. Und da ist die Cleveland. Ihr wisst, ich hasse Clevelands. Es gibt kaum ein Schiff, was ich so sehr verachte wie die Cleveland. Ja, leider zu weit vorne eingeschlagen. Die sind alle abgeprallt. Da müssen wir ein bisschen mehr in die Aufbauten zielen. Ja, jetzt steht sie auch. Sie steht auch immer noch. Ah, wieder eine schöne Streuung, Freunde. Ne? Die hätte ich mir halt im Stream gewünscht. Die hatten wir im Stream gar nicht. Hier nochmal 2x1082 Schaden. Hab jetzt hier nochmal auf HE gewechselt. Weil sie doch ein bisschen bescheiden zu uns steht. Gucken wir nochmal. Ah, jetzt haben wir hier eine richtig bescheidene Streuung. Aber immerhin trotzdem nochmal 2,5 gedrückt. Nochmal 3, na, 4 nochmal gefressen, aber das ist so in Ordnung. Also wirklich im richtigen Moment einfach nochmal eintreten mit der Riga. Deswegen ist mir persönlich dann das Steuergetriebe so wichtig. Ja, sie ist raus, Kneisenhaus ist raus, Harry hat uns geklaut, wie man es gewohnt ist. So, da haben wir noch eine York. Oh, die hat gefressen. Eieiei, die hat gefressen. Ja, okay, York hat sich erledigt. Dann gehen wir jetzt hier auf die Cleveland. Cleveland bleibt bitte so. Ah, die dreht schon wieder ab. Die dreht schon wieder ab. Ich denke mal, dass unsere daneben gehen werden. Da hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen warten sollen. Ja, sie dreht wieder ab. Ärgerlich. Ja, Liebe und ich, wir hassen uns abgrundtief. Komm schon, jetzt will ich dich auch mal treffen hier. Ich möchte die 100.000 Schaden noch voll haben, mein Freund. Ah, alles nur Abpraller. Ich sag's ja, die Liebe und ich, wir hassen uns. Wir gönnen uns überhaupt nichts. Wir gönnen uns hier absolut gar nichts. Ah, da habe ich glaube ein bisschen zu tief gezielt, weil sie ja wegfährt. Ich denke mal, die werden davor einschlagen. Ja, leider. Leider, leider. Das hätte eine schöne Stelle geben können. Da war ich dann auch so leicht angesäuert. Dachte mir so, das ist so typisch Cleveland, ne? Du versuchst mich immer zu ärgern. Jetzt hier nochmal eine Breitseite. Ich will hier meine 100.000k noch haben. Ah, die sehen noch gar nicht verkehrt aus. Und zack! Zitadelle Unterstützer und das Ding ist raus mit 111.000 Schaden auf der Uhr. Also alles gemacht, was ich wollte. 111.198, 5 Zitas, 2 Schiffe versenkt, Unterstützer Medaille, Platz 2 mit 2.272 Basis-EP, Lotus Erster mit 2.670 Basis-EP und 147.506 Credits plus gefahren. Ja, kleines Fazit zur Riga, ich mag sie sehr gerne, ich mag auch die Talin sehr gerne, alle anderen von denen mag ich nicht so, Piotr mag ich auch. Wer die Stalingrad mag, wer die Piotr mag, wer zum Beispiel auch die Siegfried mag, der wird die Riga wirklich lieben. Das Ding ist wirklich geil. Klar, wenn RNG nicht auf deiner Seite ist, dann kann das Ding auch wirklich nerven. Aber das ist bei anderen Schiffen genauso. Trotzdem, im Durchschnitt gesagt, ist das Ding wirklich geil. Macht mega viel Spaß und man sollte sie definitiv nicht unterschätzen. Ich würde allerdings nicht den Durchschlag so übelst skillen. Ihr habt es gesehen, ich habe nur einen Perk drin, der den Durchschlag verbessert. Und wir haben fast ausschließlich Overpens gemacht. Also ich werde den wieder rausnehmen, mache da lieber die Höchstgeschwindigkeit rein. Und ich denke, dann geht sie geil ab. Und ja, ich versuche es halt nochmal mit Ketroff, weil ich glaube, mit Ketroff geht sie dann auch wieder richtig gut. Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!